Tja, kam ich wieder zu spät. Du willst, dass ich gerade meine Scharfschutzmunition verballer. Bären. Ja, hier sind Bären. Wissen wir Bescheid. Was mich ein bisschen stutzig mal wieder macht, ist das Geballer hier. Nicht weit genug. Gewächshaus von Eden's Gate. Ich. Hey. Einfach mal da in der Mitte die einfach in Luft gejagt. Und nicht daran gedacht, dass hier auch drumherum vielleicht noch welche sein könnten. Aber das ist ein Helikopter. Civil ist gerettet. Kriegen wir vielleicht hier noch Scharfschutzmunition? Ja, die ganzen Blumen wieder. Ich dachte, das wären wir los mit der Dingens. Müssen wir denn hier irgendwas tun? Da oben ist wieder so ein Rucksack. Muss ja immer mal jedes Mal neu suchen. Es kann doch nicht sein. Das ist also eine nervige Geschichte. Was ist das? Ist ja wieder außer Reichweite. Das ist eine Scheiße hier. Komm ich denn da hoch? So, ich muss irgendwie auf das Silo-Ding hier drauf. Das ist mir auch so blöd. Komm, scheiß was drauf. So. Fliegen wir ein bisschen näher ran. Ich frage, von wo aus wir angreifen. Ich will doch hier raus. So, runter. Okay. Höp. Naja. Ich möchte eigentlich gerne erstmal den Alarm da auslösen. Nicht auslösen, sondern entschärfen. So. Ein Alarm hätten wir aus entschärft. Die Frage ist, wie viele gibt es? Sagen, komisch, dass hier keiner ist. Aber da war einer. Mal gucken, ob wir hier irgendwo eine erhöhte Position kommen und noch mehr Alarme finden, die wir ausschalten können dann. Nicht nur Alarme natürlich, sondern auch Peggys. Okay, hier scheint keiner zu sein. So, das ist zumindest schon mal nochmal ein Alarm weniger. Zwei haben wir schon. Drei haben wir schon. Okay, alle Alarme deaktiviert. Sehr gut. Mehr haben wir nicht vor. Zack, Scharfschütze erledigt.
Noch ein Scharfschützen erledigt. So. Die haben schon mal gecheckt, dass die ein Problem haben. Können natürlich auch da einfach ins MG gehen, ne? So. Das macht richtig Spaß, so. So einen Posten zu einzunehmen. Zack! Was ist da explodiert? Oh, der hat sich gedacht, ich gehe ins MG. Ja. Jetzt haben sie. Einer hat mich jetzt entdeckt und jetzt wissen sie alle, wo ich bin. Das ist doch eigentlich nicht normal. Achso, der ist schon tot. Der Alarm, der ist kaputt. Das ist mit dem passiert. So, sie hat den erwischt. Hauptsache, der wollte zum Alarm laufen. Aber ich habe alle Alarme entschärft. Achso. Ne, Moment, der ist unten. So. Haben wir den. Haben wir den einfach mal eben seine Ranch übernommen. Das findet er bestimmt nicht so toll. Ich glaube, das findet er nicht gut. Haben wir den richtig an die Karre gepisst. Schittens egal, was der will. Ohne deine Hilfe hätten wir den Ort nicht halten können. Danke. Es heißt, ein paar einheimische Pyromanen wollen gegen die Sekte kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten Busfrack kämpfen. Ist nicht weit. Pass da draußen auf dich auf, okay? So, jetzt ist nur die Frage, wo ist das Flugzeug von dem Typen? Das kann ich ja hier im Flugzeug bestellen, ne? Ich hab noch nicht mal eins. Yeah, geil, ja. Einfach damit alles wegmetzeln. Hat der ja keine Bewaffnung, ne? Egal. Flugzeug ist eh nicht so meins. Helikopter. So, haben wir den, jetzt haben wir das ja hier eingenommen, aber. Ist er damit jetzt zufrieden? Flugzeug, Flugzeug. Card. Damit haben wir den seine Quest ja nicht erfüllt, oder? Wingman, da, folgen. Kultisten haben das Flugzeug gestohlen. Müssen wir noch irgendwo genauer hingehen. Ich glaube, wir müssen da in die Hütte rein. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Da noch Erste-Hilfe-Kästchen. Achso, ich muss mal wieder hier mein Dynamit herstellen. Achso, das Flugzeug ist hier drinnen. Aua! Jau!
Von den Hangar aufmachen. Jetzt muss ich das Ding wahrscheinlich zu dem fliegen, ne? So, lenken, neigen. Bombenvisier, L2. Das ist schon mal gut. R2, Maschinengewehr. Yay. Nein! Keine gute Idee. So. Ja, jetzt muss ich hier drüber für Dinge fliegen. Im Pegifunk heißt es, dass ein Eindringling mein Flugzeug geklaut hat. Gewinne etwas Abstand, fliege einfach erstmal Richtung Norden. So, ich muss jetzt dringend fliegen. Toll. Bäm. Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Aber erst muss ich sicher gehen, dass sie ihn nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Kornkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Ja. Scheint aber auf jeden Fall ein bisschen entspannter zu sein. Einfach mal so ein paar Bömmchen abwerfen. Bum, bum. Aber hier so ein Maschinengewehr schon heftig, ne? Können wir hier schon mal... Kann man ein bisschen angeln hier. Und? Cool. Was anderes machen die hier gar nicht. Die schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Einfach mal ein bisschen rumballern. Eigentlich war ja klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Rye im Stich gelassen. Warum haben die eigentlich in Amerika so stark bewaffnete Flugzeuge? Also Zivilisten meine ich natürlich. Man kann ja allen möglichen Scheiß an Waffen da relativ im Verhältnis leicht erwerben, aber bestimmt nicht so ein stark krass aufgerüstetes Flugzeug. Uah! So. Aber wenn man das richtig drauf hat, kann man bestimmt so einen Peggy Außenposten gut damit einnehmen. Schon gewundert, dass ich auf dem Boden aufgeschlagen bin, nicht explodiert bin. Ich glaube, den Typen haben wir gerade mal voll erwischt. Du solltest jetzt über ein Feld fliegen. Heiz allen Peggys, die du siehst, richtig ein. Und wenn du Blitztankwagen siehst, jag sie in die Luft. Habe ich jetzt Silo erwischt? Irgendwie treffe ich nichts mit den Granaten. So. Nochmal von vorne. Angriff fliegen. Ausrichten.
Weil die Niederlande so schön ist. Wow. Habe ich gerade in Außenposten eingenommen? Yay, auf jeden Fall, dass die Lua jetzt nicht mehr erwischt. 1000, also, wir müssen komplett auffüllen. Kostet mich ständig 1000, noch was. Hauptsache, ich kann das hier, dann wieder voll aufladen. Ich habe keine Munition mehr. Versuchen wir das Silo hier. Was? Das Silo ist nicht draufgegangen? Kann ja nicht sein. Ups. Toll. Jetzt muss ich Geld ausgeben. Drehen wir nochmal eine Runde. So. Die Pegelstanken ja nördlich von meiner Landebahn auf. Schalte sie aus, bevor sie abheben. Jo. Okay. Da heißt, wir müssen da irgendwo ein bisschen was in die Luft jagen. Na gut, machen wir das mit der Bombe. Jo. Soll ich mal durch den Ring da fliegen? Fand ich, glaube ich, nicht so toll, dass ich die da weggebombt habe. Viele meinen ja, das wäre das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man's macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Also in Windows 95er Flugsimulator habe ich das Landen hingekriegt. Aber ich war mal auf der irgendeiner Messe von der Bundeswehr, so ein Flugsimulator. Da habe ich die Landung nicht hingekriegt. So, das ging noch sogar ganz gut jetzt hier. Yay! Das ist echt schlimmer erwartet. Ist aber auch ein Wasserflugzeug. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas für ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme. Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Schweinepriester geben